Jetzt geht's los, der rote Punkt leuchtet schon. Ja, genau, der rote Punkt leuchtet. Ja, hallo Stefan. Hallo Barati. Wie geht es dir nach 10 Tagen im Dunkelretreat? Sehr, sehr gut. Es war ja eine sehr, sehr spannende Erfahrung und Erlebnisse. Der letzte Tag hat ja nochmal viel Besonderes für mich persönlich gebracht, wie du miterlebt hast. Mhm. Geplant war ja, dass ich gestern das Dunkelretreat verlasse, nach 10 Tagen. Mhm. Und ja, da kam dann doch nochmal eine sehr, sehr intensive und heftige Reinigung, ja. Die mich gestern ja einfach mal, ich will das mal so sagen, ja, fast niedergestreckt hat. Ja, es ging nichts mehr, den ganzen Tag im Bett geblieben Umso überraschter und glücklicher bin ich heute, dass ich hier sitze und dass es mir wirklich super geht. Ne? Ja. Also das mag man nicht für möglich halten. Also gestern Fieber gehabt und Grippesymptome und also alles, was man nicht braucht. Ja. Und ich gesagt, hey, was läuft denn hier ab? Ja? So, ja. Und heute Morgen war ich putzmunter und habe mich wirklich gefreut, auch ins Helle zu kommen und ins Licht zu gehen. Ja. Also ich glaube ja, dass dieser letzte Tag, jetzt fangen wir das Retreat mal von hinten an, sozusagen, dass so der letzte Tag auch eines der ja, kraftvollsten in diesem ganzen Transformationsprozess für dich jetzt persönlich war, weil der letzte Tag war ja auch der, also der offiziell letzte Tag, so jetzt heute der vorletzte Tag, war der, wo du mich gebeten hast, eine Heilung zu machen. Und für eine Sache, die nicht mehr heilt, seit du aus Indien zurück bist, an der linken Schulter. Ja. Und ich weiß noch, als es dir anfing, schlecht zu gehen, nachdem ich die Heilung gemacht habe, ich bin super in Trance gegangen, ich habe Mantren gechantet und du hast mit mir geredet, ich so, ah, okay, ich muss langsam zurückkommen, okay. Also super hohe Energie. Und danach hast du gesagt, als es anfing, dir schlecht zu gehen, den nächsten Morgen, das Erste, was du zu mir gesagt hast, meine ganze linke Seite tut mir weh. Also nicht nur mehr die Schulter, sondern alles. Ja. Ja. Und es war wie so eine Erstverschlimmerung, wo alles nochmal rauskam. Und wir haben uns auch super unterhalten über Thema Reinigung und über Achtung des Körpers, wie man mit dem Körper umgeht, über Essen, über Vergiftungen, über Schlacken und auch über Schlacken, sage ich jetzt mal, und Vergiftungen in menschlichen Beziehungen oder was auch nicht gut läuft, auch das kam alles nochmal richtig zur Sprache. Bin ich natürlich jetzt auch gespannt, wie sich das jetzt weiterentwickelt, weil also meistens ist es so bei den Heilungen, wenn so eine Reaktion kommt, wie du sie jetzt hast, dass es wirklich sehr, sehr tief geht und sich wirklich auf tiefer Ebene transformiert und nicht oben so an der Oberfläche so ein bisschen abgetupft, sondern richtig schön einmal eine Veränderung, die halt auch langfristig bleibt. Ja. So, ne? Ja. Das war heftig. Also ich weiß nicht, wann ich letztes Mal Fieber hatte, aber das war richtig, richtig arg. Ja. Und ich denke, das war eine sehr, sehr tiefgreifende Reinigung, also die auch noch nachwirken wird. Ja, genau. Aber jetzt hast du ja gegessen mit uns und jetzt ist alles gut, ne? Ja, der Magen hat sich beruhigt und ist alles drin geblieben bisher, ja. Und das war wirklich klasse, ja. Also ich sag mal, selbst von gestern Abend auf heute, das ist schon wirklich beachtlich, ne? Also ich war gestern wirklich komplett von der Rolle und da habe ich gesagt, okay, alles, was nicht mehr zu mir gehört, raus jetzt und loslassen. Und das war ja auch nochmal irgendwie so wirklich ein Geschenk, dass nochmal diese Reinigungsphase. Wenn man drin steckt, ist natürlich völlig blöde, ja, weil man fühlt sich vollkommen daneben und will es gar nicht haben. Ja, am liebsten fühlt man sich wohl und ist fit und vital. Natürlich. Und gerade wenn du dich darauf freust, dann rauszugehen an dem Tag, und hast natürlich dein Kopfkino schon, sagst du, hey, das passt alles. Aber glücklicherweise habe ich natürlich so einen Zeitpuffer auch eingebaut, bis halt wieder so der Terminplan bei mir losgeht. Ja. Und mir fiel da halt so ein Spruch ein, den ich früher schon mal mit 15 Jahren gehört habe von jemandem, der Mensch denkt und Gott lenkt. Ja. Ja? Mhm. So, du kannst dir halt viele Pläne machen, aber manchmal kommt auch das Leben dann anders. Ne? Genau, so, und so war das jetzt auch bei diesem Ende dieses Dunkelretreats. Mhm. Und ist okay, ich kann da echt gut, kann das so annehmen und klasse. Ja, ja. Genau. Und ich sagte mir noch zum Schluss so, am vorletzten Tag, Mensch, du bist ja körperlich, bist du super durchgekommen, ja. Das hat alles super geklappt, ne? Keine körperlichen Erscheinungen. Wir haben ja den Uwe
der jetzt noch im Dunkelretreat drin ist, der ja gefastet hat die ganze Zeit, wo ich hohen Respekt vor habe, und der dann auch so seine körperlichen Prozesse beschrieben hat und wo er gerade durchgeht. Und da habe ich mir gesagt, wow, du hast ja echt so einen Luxus-Dunkelretreat, ja, weil du hast zwar die ersten 3 Tage geschlafen wie Murmeltier und auch das Mittagessen verschlafen, was ich nie für möglich gehalten hätte, ja, aber mir ging es körperlich die ganze Zeit wirklich super. Mhm. Und dann so richtig nochmal, Moment mal, da kommt noch was. Ne? Ja, da kommt nochmal eine Reinigung. Ne? Mhm. Und dann, ich denke auch, also es sind 2 Ebenen, einmal die spirituelle und die geistige, also das, was bewusst geworden ist, was du änderst in deinem Leben, ist ja auch viel passiert. Also viel Insights, wie sagt man auf Deutsch, Einblicke in dir selber, und die Energie hat sich an einem Tag sehr geändert, von, oh, ich weiß nicht, was ich machen soll, wie diese Energie, die halt auch sehr zäh ist, zu hin zu, wow, ja, super. Und du hast das sofort wahrgenommen, ich habe das sofort wahrgenommen, also ein Mega-Shift. Und ich habe das Gefühl, das ist auch eine zelluläre Transformation natürlich, weil in der Kinesiologie zum Beispiel wissen wir das, alles ist gespeichert in unserem Körper, in unseren Muskeln. Und ich habe mich schon gewundert, ich habe gedacht, gut, das geht ja schnell. Und ich glaube halt, dass die Heilung dann nochmal eine Etage tiefer gegangen ist. Mhm. Und ich bin halt gespannt, was jetzt nach dem Retreat passiert. Also ich habe wirklich das Gefühl, ein neuer Stefan ist aus dem Retreat gekommen. Ja. Und du bist viel leichter und glücklicher und mehr bei dir. Das ist jetzt mein Eindruck, den ich habe. Ja. Ja, ich bin genauso gespannt. Also ich freue mich wieder im Licht zu sein und bin jetzt super gespannt, wie die nächsten Wochen, Monate sich entwickeln und was da passieren wird. Genau. Ganz klar. Ja. Wie war das so für dich, als du das jetzt mit einer Gruppe gemacht hast? Weil erst war ja auch so die Idee, ja, Barat, ich mach das alleine. Und dann habe ich dich ja so auch ein bisschen dazu gebracht, die gesagt hat, na, mach's jetzt, das ist eine nette Gruppe. Ich habe das Gefühl, das ist total gut, dieser Austausch. Ja. Wie hast du das empfunden mit den anderen Männern? War sehr, sehr angenehm. Also die Gruppe war sehr harmonisch und das war eine schöne Mischung von Einkehr, von Innenschau. Wir hatten genügend Zeit, uns das wirklich so fließen zu lassen, wie die Bedürfnisse waren. Ja. Ja, so. Und dann auf der anderen Seite hatten wir den Austausch mit der Gruppe, also die täglichen Sessions, manchmal waren sie auch erst mittags oder abends. Das war also sehr, sehr angenehm und es war auch bereichernd, wirklich so die Wahrnehmung der anderen Retreat-Teilnehmer mitzubekommen und zu sehen, wie am Anfang sehr viel Verschlossenheit da war und am Anfang und sich das so langsam wandelte in Neugierde und immer mehr Offenheit und dann einfach so eine riesen Neugierde auch Manuel zum Beispiel. Ja, ne? Und ich fand das klasse. Also ich fand die Gruppe sehr, sehr harmonisch. Es war keine Situation, wo es unharmonisch wurde oder stressig wurde. Und das fand ich sehr, sehr angenehm. Und ich fand das Gesamterlebnis Gruppenretreat fand ich wirklich, wirklich rund, weil jeder hat halt, das war mir wichtig, dass jeder seinen abgeschlossenen Bereich hatte, sein eigenes Zimmer, dass er sagen könnte, okay, ich mache jetzt mal die Türe zu, ich mache meine Mantren, Meditation oder schlafe einfach nur mal 3-4 Stunden und dann auch wieder den Austausch zurück in die Gruppe und Gespräche und das wirken lassen, also die Mischung war wirklich gelungen. Ja, genau. Ja. Also ich habe auch das Gefühl, das mehr anbieten zu wollen, was wirklich schön ist. Auch wie Manuel das beschrieb, der wollte ja auch erst alleine kommen. Und er hat dann auch gesagt, ja, aber durch die Gruppe hat er viel mehr Feedback gekriegt und viel mehr Austausch. Ja. Und es ist auch sehr erstaunlich gewesen, was jetzt für Männer am Retreat waren. Einmal der Peter ja der Medium ist. Ja. Also auf den freue ich mich auch, wenn er wiederkommt. Er hat sich jetzt auch zum nächsten Rohkostseminar angemeldet. Also wirklich ein ganz feiner Charakter, dann haben wir den Manuel, der ja total neu ist in der Spiritualität, ganz viel Energie hat, aber ganz, ganz viel Fragen und auch Scheuness hat und die Scheuness war so richtig über Bord geflogen nach ein paar Tagen. Ja, richtig. Dann der Uwe, unser 21-Tage-Dunkelretreater, der eigentlich ja auch das alleine machen wollte und dann doch gemerkt hat, er macht doch einen Teil mit in der Gruppe. Ja. Und der wirklich auch sehr intensiv spirituell ist und dann du, oder auch relativ neu noch auf dem Weg bist, aber sehr intensiv auch. Also wie Uwe das ja dann zu dir heute als Feedback gesagt hat,
du bist so in so einer Rakete, in einer spirituellen Rakete, so alles auf einmal, so Ägypten, Indien, Mantren, dunkle Retreat, Ernährung, Umstellung. Wie viel hast du verloren an Gewicht? Bestimmt auch schon 10 Kilo, seit du auf diesem Weg bist. Also ich habe mich ja heute Morgen mal gewogen, weil ich gemerkt habe, dass das Hemd weiter geworden ist. Und letztes Jahr im August hatte ich, oder September hatte ich so mein Höchstpunkt an Körpergewicht. Hätte ich mir niemals träumen lassen, dass ich mal die 100 Kilo ankratze oder überschreite. Also ich schätze, dass ich wohl 1-2 Kilo sogar noch drüber war. Mhm. Und jetzt bin ich irgendwie bei, weiß ich nicht, 83, 82 Kilo, also seit September. Und ich merke schon, dass ich da einiges loslassen durfte. Ja, und das ist ja nicht nur Gewicht, was du loslässt, es ist ja auch Energie, was du loslässt, ja. und alte Muster und ja, Schutzpanzer und keine Ahnung, ja. Alte Erinnerungen. Und ich finde auch, du siehst viel heller aus, also viel mehr da. Okay. Und ich fand halt toll auch in dem Retreat so, dass sich jeder gegenseitig unterstützt hat, ja. auch in diesem Prozess, weil zum Beispiel für Manuel war das völlig neu, dann konntest du wieder ein bisschen was erzählen, auch über Abnehmen und auch, was dein Ziel ist und so. Ja, das fand ich auch sehr, sehr schön, weil die ersten Retreats habe ich ja auch nur 1:1 geleitet. Mhm. Und jetzt denke ich, Mensch, also vielleicht sollte ich sogar den Aufenthaltsraum langfristig abgedunkelt lassen, wenn mal einzelne Leute einzelne Retreat buchen, dass sie trotzdem Meetingraum haben. Ja. Na, fand das jetzt auch irgendwie ganz angenehm. So. Ja, also die Bereicherung durch die Gruppe, durch die anderen Gruppenteilnehmer ist bei weitem sehr, sehr hoch. Mhm. Und also ich kann natürlich jetzt nicht vergleichen, ob ich 10 Tage Einzelretreat habe oder Gruppe. Ich kenne nur den Gruppenprozess, aber die Mischung war einfach klasse. Mhm. Ja. Weil wir haben ausreichend Zeit für uns selbst gehabt. Also ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass ich jetzt da unbedingt immer bei sein musste. Und auch wenn einer gesagt hätte, nee, ich bleibe jetzt mal für mich, wäre das alles vollkommen okay gewesen. Das war eine runde Mischung. Ja, ja. Was war denn für dich das Eindrücklichste oder das am meisten Besonderste oder wie drückt man das aus? Das, was dich am meisten fasziniert hat in diesem Retreat oder das größte Erlebnis, vielleicht könnte man das so beschreiben. Beeindruckendste Erlebnis, jetzt habe ich das Wort. Was war für dich das Beeindruckendste in dem Retreat? Ich glaube, da gibt es nicht nur eins, das sind mehrere Erlebnisse. Also das erste Mal, wenn ich das Revue passieren lasse, das Mittagessen, ich glaube am ersten oder zweiten Tag, dass ich das voll verpennt habe, wo ich da reinkam und ihr mir sagtet, ja, also es gab nach dem Mittagessen gab es dann die erste Session und du sagtest dann, ja, wir haben dein Mittagessen noch stehen gelassen so und ist noch alles da. Ich habe erst gedacht, du wolltest mich auf den Arm nehmen. Ich konnte es nicht glauben, dass ich wirklich das Mittagessen verschlafen habe und die Klingel nicht gehört habe. Weil Essen ist eigentlich immer so mein Lieblingshobby gewesen. Ja. So, das war das erste Erlebnis, wo ich gesagt habe, hey, das ist ja mal komisch. So, also viel Schlafbedürfnis, Ruhebedürfnis so in den ersten 3 Tagen. Und dann ging es ja direkt am ersten Abend auch schon mit Wahrnehmung los, dass ich Lichter gesehen habe, die da rumtanzten am ersten Abend und so sich vereinigt haben, dann wieder Formen gemacht haben, auseinandergegangen sind. Ich dachte, okay, gut. So, aber das war jetzt noch nicht so ganz spektakulär und dann ging es dann halt weiter, dass die Lichter halt irgendwann heller wurden und dann so diesen Taschenlampeneffekt hat, als wenn man irgendwie so in der Höhle liegt, ja, und die Decke wird angestrahlt, ja, so ein Dämmerlicht oder so ein Mondscheinlicht, wo ich mir gesagt, hey, das wird ja immer spannender, immer lustiger, ne? Und bis hin dann zu dem Punkt, wo ich dann auf der Toilette war, und es wirklich so hell war, dass ich halt meine Finger sehen konnte für eine kurze Zeit. Ja. Ja, und dann wirklich mal geguckt habe, 1, 2 und beide sehen konnte. Mhm. Und da habe ich mir schon gesagt, hey, das ist ja mal richtig, richtig spannend. Mhm. So, und dann kam ja noch ein sehr spannendes Erlebnis, wo du diesen Heilungsprozess gemacht hast, wo ich ja in eine andere Dimension reingeguckt habe, wo auf einmal so dieses Bullauge aufging, ja, in diesem schwarzen Schleier, den man halt die ganze Zeit gesehen hat, ging auf einmal so, ja, so das Licht auf oder dieser schwarze Schleier verschwand einfach und es trat so ein Bullauge auf, wo ich da durchgucken konnte und es war einfach so gelblich-grünliches Schimmerlicht einfach, ja, sehr, sehr weich, angenehm
wo ich mir gesagt habe, okay, da gibt es halt noch andere Sphären, ja, die man dort entdecken kann und die man wahrnehmen kann. Und die Dunkelheit ist auch nur eine Illusion, ja, die, wenn wir da durchgehen, uns halt einfach noch in weitere andere Bewusstseinszustände und ja, Dimensionen führen kann. Ne? Das war ein sehr, sehr spezielles Erlebnis auch. Ja, also ich erinnere mich, ich habe mal was gelesen, dass Einstein eine Aussage gemacht hat, dass es die Dunkelheit gar nicht gibt, weil man sie nicht berechnen kann. Okay. Und dass es also nur eine Abwesenheit von Licht gibt, aber nicht wirklich eine Dunkelheit. Das ist natürlich eine sehr philosophische Aussage ist erst einmal von einem so hohen Genie, wo wir aber wissen, dass Einstein ja hochspirituell war, das wissen ja viele nicht, aber einige wissen das ja sicher. Und das ist halt auch, ja, was hat er damit gemeint? Und das Interessante ist, mir hat auch jemand anderes mal geschrieben, ich habe ja viele Videos über Dunkelretreat mittlerweile auf YouTube und eins auch über meine eigenen Erlebnisse, das sind glaube ich 6 Teile. Und auf einen hat dann jemand mal geantwortet, ja, Bharati, wusstest du das noch gar nicht, das, was du hier schreibst, stimmt. Es gibt schon Beweise, man hat mal so einen Test gemacht und Leute haben sich 4 Wochen in einen Bunker eingeschlossen. Wobei ich denke halt, Bunker, buh, was ist das für eine Energie, ne? Also wir haben es dann sehr schön hier, sehr, sehr schöne Räume und alles sehr angenehm und so. Ja. Die haben sich halt im Bunker eingeschlossen, okay, und einer konnte dann Zeitung lesen nach 4 Wochen Dunkelheit. Na, einige sind auch früher raus, weil sie es nicht ausgehalten haben. Und ja, da sieht man halt, wenn man relaxt und das die Dunkelheit annimmt, wie viel Wunderschönes passiert. Und womit sehen wir denn? Wir sehen ja nicht mit den physischen Augen wirklich. Das ist das, was die Wissenschaft halt nicht versteht. Bisher noch nicht, aber ich denke, da kommt sie bald hin. So mein inneres Gefühl sagt mir, 10 bis 20 Jahre, dann hat man auch diese Chakren in den Augen und die den Astralkörper noch besser erforscht und bin sicher, irgendwann kommen irgendwelche Wissenschaftler, die auch dafür Geräte machen, dass sie das messen können. Gibt es ja schon teilweise, mit der Aura-Kamera und so. Das wird ja immer mehr und immer besser. Weil was passiert? Du siehst ja durch deine Chakren in den Augen. Ja, siehst du die anderen. Ja, was ich auch interessant finde an dieser Aussage war ja auch, wo du auch gerade gesagt hast vor dem Interview, ja, wenn wir das machen, frag mich das mal unbedingt. Und warum ich das jetzt auch wirklich, also, weil auch vergesse ich was, aber das ist mir jetzt gerade so geblieben in Erinnerung, weil das höre ich auch oft von Leuten, die noch nie was vom Dunkelretreat gehört haben, dass viele Leute erstmal reagieren auf ein Dunkelretreat so, oh mein Gott, wie hast du das durchgehalten und ist das nicht schlimm? Oder auch, wie halt jemand auch gepostet hat, ja, es haben halt einige abgebrochen, nur weniger, 4 Wochen durchgehalten, ja. So als ob man das jetzt irgendwie als von, oder manche, wir kriegen auch immer Anfragen, bin ich jetzt eingesperrt? Oh Gott, sind die Leute eingesperrt? Ja. Die Türen sind auf, jeder könnte jederzeit rausgehen, aber aus irgendeinem Grund denken die Leute, also einige Leute denken, die Leute sind hier eingesperrt, ja. Was ja überhaupt nicht stimmt. Du kannst ja jeden Tag entscheiden, bleibe ich, gehe ich. Ne? Hast du dazu was zu sagen? Hast du da irgendwie eine Reflexion oder auch was du vielleicht den Leuten auch sagen kannst? Also ich habe das gleiche Feedback natürlich von meinem Umfeld bekommen, den ich erzählt habe, dass ich dieses Dunkelretreat machen werde. Und viele haben mir gesagt, wow, da gehört aber sehr viel Mut zu. Wo ich mir gesagt habe, hey, warum denn Mut? Was ist denn da so mutig dran? Und dann habe ich da halt drüber nachgedacht, wofür es denn Mut braucht. Und meine Erklärung ist, dass halt viele eine falsche oder verzerrte Vorstellung von den Dingen haben, wie das oft im Leben so ist. Man hat sich da nicht wirklich mit beschäftigt. Man hat vielleicht mal Halbwahrheiten gehört oder Halbwissen gehört oder Erfahrungen von anderen, die mal gehört haben, dass der und der das gemacht hat. Ja. Ist natürlich was völlig anderes, als wenn man das mal so aus direkter Quelle auch hat oder selbst erlebt hat. Aber auch sicherlich die Konfrontation mit dem eigenen Schatten, der in uns ist, ja, mit den eigenen Ängsten und dass wir oder unser Ego Angst davor hat, hey, da kommt was hoch, was ich ja vielleicht lange Jahre verdrängt habe, wo ich ja gar nicht drauf gucken möchte, was ich gar nicht ins Licht bringen möchte oder transformieren möchte. Und dass ich mit, ja, in der Dunkelheit dann mit ja, etwas konfrontiert werde, mit einem Trauma, mit einem Schmerz, den ich viele Jahre, Jahrzehnte mit mir rumtrage und
der schön in meinem Unterbewusstsein verpackt ist, der dann vielleicht hochkommt. Mhm. Dass das Ego sagt, hey, da brauchst du aber Mut zu. Mhm. Also das ist so eine Erklärung, die ich daraus ziehe, aber ja, Dunkelheit ist nicht schlimm und es ist sehr angenehm und es ist einfach, ja, und Retreat heißt auch nicht, du bist eingesperrt, also wir hätten jederzeit rausgehen können, wenn das gewollt wäre und ich wäre am liebsten noch 10 Tage länger drin geblieben, sage ich ganz ehrlich, ja, weil das ist ja ein sehr angenehmer Zustand und ich denke auch, dass ich das nicht zum ersten und zum letzten Mal gemacht habe, weil da ist schon sehr viel, ja, sehr viele Geschenke drin, sich selbst dort zu reflektieren, zu erfahren und auch sein eigenes Sein zu erforschen und auch einfach mal zu schauen, wie geht so das Gedankenkino. Ja. Und ich für mich persönlich hatte das große Glück, einfach mein Leben mal wirklich Revue passieren zu lassen. Das war bisher nicht langweilig, da ist eine Menge passiert in den letzten 25 Jahren, 30 Jahren und ich hatte wirklich so Einblicke, wo ich merkte, das Unterbewusstsein geht auf bis zum 6., 7. Lebensjahr, wo ich Situationen sehen konnte und mir nochmal aus anderen Perspektiven anschauen konnte. Und das ist sehr, sehr schön, einfach da nochmal zu schauen, okay, wie bist du mit dir umgegangen und wie hast du dich in den Situationen verhalten? Und so kann ich jetzt heute mit dieser neuen Sichtweise nochmal anders wählen oder neu wählen, wenn neue Situationen kommen. Und ich werde da sehr viel aus diesem Dunkelretreat rausziehen. Mhm. Ja. Ja, schön. Ja, also was du auch gerade gesagt hast, du hast das nicht zum ersten und auch nicht zum letzten Mal gemacht, oder besonders nicht zum ersten Mal, dazu möchte ich auch was sagen. Das haben nämlich viele das Gefühl, dass sie irgendwie im vergangenen Leben sowas schon mal gemacht haben. Viele haben das Gefühl, nach Hause zu kommen. Ja. Dass die Dunkelheit einfach, also Uwe hat das so gesagt, als das erste Mal das Licht ausging, hat er gesagt, boah, was für eine Weite. Dankeschön, hat er gesagt. Ja. Ja. Und also gar nicht das Bedrohliche, sondern ganz im Gegenteil. Ich hatte mal eine Frau im Retreat, die kommt jetzt mit nach Indien, die Rosita, auch ganz süß, die sagte, oh, ich fühle mich wie in der Gebärmutter so geborgen. Ja. Und das hat natürlich auch viel damit zu tun, wie sehr man sich darauf einlassen kann. Und da erinnere ich mich auch noch, als wir jetzt hier saßen, bevor du ins Dunkle gegangen bist, da hast du noch gesagt, ja, du Bharati, vom Jahr hätte ich das noch nicht gemacht mit dem Dunkelretreat. Ja, ja. Was hat sich geändert in deiner Wahrnehmung oder in deiner Entwicklung, ja, in deinem eigenen Prozess von vor einem Jahr zu jetzt, dass sich das so geändert hat und dass du das auch so genießen konntest. Was meinst du, was ist das? Was ist da passiert, dass du sogar fühlst, ja, ich möchte dahin? Ja, sicherlich die Erlebnisse der letzten 12 oder 16 Monate. Ja? Mhm. Also dadurch, dass wir uns kennengelernt haben, ist mir dieses Konzept oder Thema Dunkelretreat überhaupt erstmal nahegebracht worden. Mhm. So, wo ich gesagt habe, wer dich kennt, weiß, Dunkelretreat ist immer ein Thema, neben Rohkost, aber du hast sehr, sehr viele Themen, die du den Menschen weitergibst und Dunkelretreat ist eines der Hauptthemen. Mhm. So, und da beschäftigt man sich natürlich unterschwellig automatisch mit. Mhm. Ja, und wo ich das letztes Mal gehört habe oder letztes Jahr gehört habe, auch Gespräche mit Martin, stand für mich schon fest, das will ich irgendwann mal machen und erleben. Mhm. Dass da ja, ich sag mal, eine Erkenntnis und ein Geschenk drin liegt, weil sie auf jeden Fall diese Erfahrung mal machen möchte. So, und ja, dann habe ich halt in Ägypten, in Kairo, in der Cheops-Pyramide, habe ich halt tolle Erlebnisse gehabt, wo es halt auch dunkel ist, ja, wo du halt auch in den Untergrund absteigst. Mhm. Lustigerweise gibt es da halt kein Licht, wo wir waren, ja, und das hat so ein bisschen, ja, einfach nochmal, ja, Artverwandtheit in die Dunkelheit auch zu geben und dann einfach die Welt außen herum nochmal mit einem ganz anderen Licht zu sehen und mit einer ganz anderen Wahrnehmung zu sehen. Mhm. Ja, und letztendlich ist es der Ort, wo wir herkommen. Mhm. Ja, so. Für mich war es auch also eine große Geborgenheit und auch eine Gnade, diese Erfahrung machen zu dürfen, diese Dunkelheit erleben zu dürfen, zu spüren, auch einfach mal mich auf auf nicht auf meine Augen zu verlassen, weil da ist nur eine Farbe, nämlich dunkel, erstmal am Anfang, und auch meine anderen Sinne wieder mehr zu sensibilisieren, Gehör, Gerüche und einfach zu schauen, okay, was passiert in mir selbst. Genau, ja, wundervoll. Was hast du das Gefühl, was ist das Stärkste, was in dir passiert ist? Ich habe schon ein bisschen was erzählt, was
ich wahrnehmen, was in dir passiert ist. Aber wie würdest du das in deinen eigenen Worten nochmal so sagen? Was ist das Größte, was passiert ist in dir in diesen Tagen? Ich weiß nicht, ob ich das jetzt so nach dieser Kürze schon sagen kann. Ich meine, das sind ja jetzt gerade mal, weiß ich nicht, 4, 5 Stunden, wo ich wieder im Hellen bin. Ja. Ich glaube, dass der Nachprozess oder die Nachwirkung noch viel, viel, viel mehr macht. Und auch wenn man ein bisschen Distanz hat. Mhm. Was ich sehr schön fand und dankbar bin, war das Feedback halt von dem Uwe, der dann irgendwann mal, weiß ich nicht, am 5., 4. Tag gesagt hat, wow, deine Stimme hat sich verändert. Ja. Ich sage, wie, habe ich Stimmbruch oder was? Oder... Nein, viel klarer, viel fester, viel energetischer oder energischer. So, und dann habe ich gesagt, muss man Barati fragen, wenn die nachher kommt. Ja? Ja. So, und dann merkte ich auch, das war so der Zeitpunkt, wo ich wieder in eine alte, neue Energie reinkam. Ja? So diese Schöpferenergie, diese Schaffensenergie, Dinge zu packen, zu machen. Ja? Mhm. Und das war spannend. Und ja, diese unterschiedlichen Arten von Licht wahrzunehmen, das war auch interessant und zu sehen, wie unser Kopf natürlich, unser Intellekt uns wirklich auch so ein Schnippchen schlägt, auch wenn nochmal zu diesem Reinigungsprozess, wenn du da drin steckst, ja, was da so abgeht bei dir, ja. Das, ja, also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich ein Highlight-Erlebnis habe, wo ich sage, wow, das ist das Ding, also es Gesamtpaket und die gesamte Fülle der Erfahrung ist toll. Genau. Ja, ja, super. Mhm. Ja, und was sicher... Moment, eins fällt mir ein. Ja. Heute Morgen, wo ich ins Licht gegangen bin, dann habe ich mich in den Garten setzen dürfen. Und da fand ich wirklich spannend, ich hatte ja die Augenmaske auf und noch einen Schal drum. Und dann habe ich so versucht zu schauen, Orientierung zu bekommen. Und dann konnte ich ganz klar spüren, wenn ich in die Sonne geschaut habe. Aha. Und da sagst du zu mir, du kannst nichts sehen. Mhm. Das sind deine Astralaugen. Mhm. Also ich konnte genau sehen, wo der Planet herkommt und wie sie auf mich scheint. Ja, habe es wahrgenommen. Und das fand ich sehr, sehr spannend, wo du gesagt hast, das sind die Astralaugen, denen du das siehst. Genau, und die Chakren sind jetzt halt auch super aktiv. Und du hast ja auch gesagt, du siehst jetzt alles total kraftvoll, ne? Ja, die ganzen Farben. Ja, ja. Das ist übrigens ganz toll, das haben nicht alle, die aus dem Retreat kommen. Manche haben das nicht so. Wenn man das hat, dann kommt auch ganz viel Freude, weil man die Schönheit der Dinge wahrnimmt. Ja. Und so oft gehen wir so ein bisschen blind durch die Welt, so ja, so, ach ja, alles trüb und so. Und dann siehst du dann so, wow, wie du sagtest, wenn das Gänseblümchen springt dich richtig an, was das für eine Farbe hat. Ja. Und das ist halt dieses Wachwerden, so ist die Welt ja immer. Und das passiert auch, wenn die Chakren mehr aktiv sind, nehmen wir das halt wirklich wahr, wie es ist. Wir haben nicht diesen Schleier vor uns. Interessanterweise sind auch schon Leute aus dem Retreat gekommen, dessen Brille nicht mehr gepasst haben. Okay. Weil, also gerade der letzte, also vor euch, ja, der Wladimir, der kam halt aus dem Retreat raus und sagte, ja, also meine Brille passt nicht mehr. Ich kann besser sehen. Wie passierte, wie kommt denn das? Spannend. Ja, sehr spannend, weil du bist ja nur im Dunkeln und es hat viel mit Entspannung zu tun. Es hat viel damit zu tun, dass die Energie sehr stark ist auf den Chakren, auf den Augen. Und wenn man Glück hat, bleibt das. Also wenn man Glück hat, läuft man mit so einem, mit so einer Blissbrille durch die Gegend und sagt, wow, wie die Farben, toll. Man nimmt das wirklich in dieser Schönheit weiter wahr. Ja, also in Indien haben wir das Wort Ananda dafür. Also das ist dann Schönheit sehen und du bist total happy ohne jetzt einen wirklichen Grund. Einfach weil alles leuchtet, alles schön ist, du alles siehst, die ganzen Schönheiten siehst. Und du siehst auch Seelen und Tiere kommen auch auf dich ganz anders zu. Ich habe hier ständig Katzen, die mir zulaufen zum Beispiel, die bei allen anderen, die hier mit wohnen im Haus oder auch Sabine, die oft zu Besuch ist oder Tanja, die hier kommt zum Putzen, erstmal richtig auf Abstand sind. Und wenn ich einkaufen gehe, falls ich mal gehe, meist bleibe ich ja hier, gerade die Retreats zu organisieren und zu betreuen. Aber wenn ich dann hier mal rausgehe, dann kommt sie mir wirklich entgegengelaufen. Und diese Kommunikation zu Tieren ist auch nochmal, also für mich, auf eine ganz andere Ebene gekommen, nach dem Retreat. Also mit der Natur, mit den Bäumen, mit den Pflanzen, eine stärkere Intuition, ein stärkeres Sehen, weil die zwei Augen hören natürlich auch zusammen mit dem dritten Auge. Und das ist auch was bei dir sehr gut sein kann, dass deine Intuition stärker wächst und dass du auch fühlen wirst, okay, das ist gut, das nicht oder das sieht nicht schön aus oder hier kann ich nicht sein oder so. Und auch sehr viel Mitgefühl, weil du einfach wach wirst mit den Augen. Ja. Ne? Ja,
Das ist sehr, sehr schön. Alleine dafür lohnt es sich. Ja, die anderen Prozesse kommen natürlich auch. Ja. Wie ist denn das mit den Träumen gewesen und mit den Übungen, die ich dir gezeigt habe? Hast du da das Gefühl, du machst da weiter? Hast du genug Inspiration? Ja. Also das auf jeden Fall. Ich habe wohl für mich gemerkt, dass jetzt so der Hauptfokus nicht auf Astralreisen für mich persönlich liegt, dass das nicht das Hauptthema ist, warum ich ins Dunkelretreat gehe. Ja. Ich werde da die Übung auf jeden Fall weitermachen, um ja, meinen Astralkörper noch weiter zu sensibilisieren und das auf jeden Fall und bin gespannt, welche Fähigkeiten sich daraus entwickeln werden. Mhm. Klar. Genau. Ja, und Träume habe ich bisher keine Probleme gehabt, auch vor dem Betrieb nicht. Also ich konnte mich auch immer an Träume erinnern morgens, ja, und habe auch hier sehr viel geträumt und habe auch vor einigen Monaten schon ein Traumtagebuch angelegt, sehr gut, wo ich einiges reingeschrieben habe, was ich jetzt auch nochmal intensiver machen werde. Und du hattest ja auch einen sehr, sehr lustigen Traum, direkt am zweiten, dritten Tag. Ja. Da wissen wir immer noch nicht so genau, wie die Bedeutung ist, aber es hat auf jeden Fall was mit Grenzüberschreitung zu tun und mit Grenzgängern. Und wenn ich mal so dieses Bild, wo dieser Schleier wegging und Sicht in die andere Welt reingucken, so verbinde mit diesem Traum, hat das schon mal wieder nochmal eine ganz andere Sichtweise. Schauen wir mal, ob wir da noch eine Antwort oder eine Entsprechung irgendwann bekommen. Ja, genau. Sehr spannend. Ja, und was ich also sehr abgefahren finde, war auch die Erfahrung von Manuel, der ja auch so meinte, ja, ich möchte, dass richtig was passiert und vielleicht passiert ja gar nichts, und er erst mal so Angst hatte, dass er ja gar nicht lange genug da ist oder nicht genug Übung hat oder so, und dann hat er diese enorm hellsichtigen Fähigkeiten bekommen und er hatte null Ahnung von Sabine, gar nicht, und er fand diesen Traum, den er hatte, also sehr schräg sogar, weil das passte ja nun gar nicht so zu dem Bild, was er von Sabine heute hat. Und er hat dann ja geträumt, dass Sabine viel jünger ist, sehr abgenommen hatte und Bauchtanz unterrichtet. Und das ist ja, was Sabine jahrelang gemacht hat. Und was er auch nicht wusste, ist, dass Sabine gerade am Abnehmen ist, weil sie so super Rohkost macht und ihre Ernährung verändert. Und mir vor ganz kurzer Zeit gesagt hat, du Bharati, ich möchte auf jeden Fall nochmal so Bauchtanzkurse geben, auch wenn ich sie selber nicht mache, aber ich möchte doch das Wissen weitergeben. Ja. Ja, und das ist halt auch, was meine Erfahrung ist, auch häufig nach dem Retreat, man wird halt mehr psychisch, mehr Träume kommen, alles hat eine tiefere Bedeutung, wenn man anfängt, da lesen zu können natürlich. Ja, auch, ne? Ja, schön, toll. Super. Wie ging es dir mit der Rohkost? Ja, super. Ich meine, das ist ja, die Rohkostversorgung ist ja ein Traum. Okay, weil manche Leute haben, glaube ich, auch Sorge, wenn sie was bei mir buchen. Was, es gibt nur Rohkost? Nein. Kann ich jedem sagen, der das Video sieht, ja, das ist ein Genuss. Ich hab da eine Story zum Thema Rohkost. Ich bin ja letztes Jahr, Ende Oktober, Anfang November, bin ich ja mit dir und mit anderen Leuten in Hampi gewesen, wo wir die spirituelle Rohkostreise gemacht haben, und da hatten wir ja leider nicht immer Strom oder größtenteils keinen Strom, leider nicht, so dass du viele Dinge nicht zubereiten konntest. So, und da habe ich mir auch gesagt, die schwärmen alle von Rohkost und Bharati ist da hin und weg und klasse, und da haben wir gesagt, so, Bananen esse ich bisher auch schon, ja, so, und das kann ja noch nicht alles sein. So, und es war gut, dass ich das gesagt habe, ja, und gedacht habe, weil das, was ich jetzt an Rohkost hier erlebt habe, war ein absoluter Traum. Und wir haben uns jedes Mal haben wir gesagt, das kann nicht sein, was da für... Also allein wenn du schon in den Raum reinkamst, ja, was du gerochen hast, ja, war wirklich der Hammer. Und dann sind da also echt zwei, drei Highlights bei gewesen, wie der Käsekuchen, den du vorgestern gemacht hast, wo Manuel nur sagte, ja, wie geht das denn? Ja, ohne Milch, das ist ja unmöglich. Und wird man denn da gar nicht dick von? Und ich sage, nee, kannst du einen halben Kuchen essen und passiert nichts. Ne? Also wirklich ganz, ganz große Spitzenklasse, was du da drauf hast, an Rohkost, Rezepten auch, Vielfältigkeit, ein Traum, ob es Cookies waren oder Rohkostkekse oder auch die tollen Salate und die Smoothies. Also für mich war es wirklich eine Bereicherung, ich habe nichts vermisst, ja, und wir haben uns immer schon aufs Frühstück und Mittagessen gefreut. Super, das war super. Wirklich so. Also, und du hast abgenommen? Ja. Also ohne zu hungern? Ja. Also, ich war auch am Überlegen, ach, nimmst du noch mal irgendwie so einen Riegel mit rein und so, und habe dann gesagt, nee, ich gehe da relativ unbeleckt rein, keine Knabbereien, super, ja, nichts, einfach nur das, was es gibt, und ja, abgenommen, denken wir noch mal so 2, 3, 4 Kilo sind bestimmt noch mal jetzt da geblieben. Super. Ja, toll. Klasse. Toll, Stefan. Ja. Okay. Ja, ich glaube,
glaube, wir haben so viel abgedeckt an Fragen. Fällt dir noch irgendwas ein, was wir noch nicht besprochen haben? Ja, nee. Also ich sag mal, wenn ich es zusammenfassen möchte, irgendwie so ein Dunkelretreat ist nichts, wovor man Angst haben muss. Es ist ein großes, großes, großes Geschenk. Es ist eine Bereicherung, Urlaub vom eigenen Leben zu machen. Mhm. Ja, wir sind ja so permanent in Automatismen drin, in Gewohnheiten drin, wo wir ja gar nicht so bewusst unser Leben wahrnehmen. Mhm. Und das ist wirklich ein großes Geschenk, wo ich sagen kann, okay, hier habe ich wirklich mal die Zeit, über 10 Tage mein Leben Revue passieren zu lassen oder neu auszurichten, Innenschau zu halten, zu reflektieren, auch meine Anhaftung loszulassen und gewisse Dramen auch einfach mal zu lockern und zu sehen, hey, das ist gar nicht so dramatisch, wie ich das sonst im Alltag, wenn ich gestresst bin. Und ganz, ganz viele Menschen, mir ging es ja genauso, sind ja permanent reiz- und informationsüberflutet. Das ist ja mal eine Situation unseres heutigen Berufslebens. Ja, wir haben die Social Media, da bin ich ja sehr, sehr intensiv unterwegs gewesen in den letzten Jahren. Und wenn ich nicht geschlafen habe, bin ich halt auf Facebook präsent. Der ein oder andere weiß das. Und ich habe immer gesagt, das wird kein Problem für mich sein, mal länger wirklich offline zu sein und das mal auszumachen. Und jetzt habe ich es gemacht. Und ich kann es wirklich nur empfehlen, ja, wirklich mal sich rauszuziehen und das Leben auch einfach nochmal aus einer anderen Perspektive wahrzunehmen, bewusster wieder wahrzunehmen. Und das ist einfach ein riesen, riesen Geschenk gewesen. Ja, genau. Ja. Ja, wundervoll, Stefan. Vielen Dank dafür. Danke dir.